Guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Super Mario Maker 2 Story Mode LP. Ja, letztes Mal haben wir ja diese mega coole Kettenhund-Challenge gemacht. Die, by the way, mega kreativ war und eigentlich mein Lieblingslevel bisher ist. Und diesmal schauen wir halt weiter, was der Toad so für Aufgaben hat. Weil das haben wir ja auch lange nicht mehr gemacht. Ich glaube jetzt so zwei Parts ungefähr. Auch wenn ich nicht wirklich Bock auf Wüste habe, muss das ja auch weitergemacht werden. Okay. So, anscheinend geht's hier primär um diese komischen Wirbelwinde, die halt neu, kann man schon sagen, neu eingeführt wurden hier in Super Mario Maker 2. Und Magie-Ass stand da gerade, oder? Ja. Ich glaube, das ist Kamek, oder? Das ist bestimmt Kamek. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich habe eben... Ach doch! Nein! Oh mein Gott! Nein! Was? Wie soll man da so schnell drankommen? Ach, Kacke, ey. So, gib mir einen Powerblock. Ich glaube, ich habe nämlich eine Idee. Im ersten hier. Kann man nicht rein. Hier auch nicht. Hier auch nicht, hier auch nicht. Okay, ich dachte, vielleicht wird's da... wird es dann einen Bonus geben. Und da oben kann man anscheinend auch nicht rein. Nee. Hier bestimmt in das grüne Dingen, aber... Na... Das ist mir dann doch zu offensichtlich und ich hätte es cool gefunden, wenn da drüben bei den Manchern das gegangen wäre. Sag mal... So, erstmal ein schöner Geldregen. Aber mich ärgert es, dass wir die 30er jetzt nicht bekommen haben. Die 30er-Münze. Ich überlege auch gerade die ganze Zeit, wie man das hätte machen müssen. Einfach drüber springen und dann holen oder... Ach, keine Ahnung. Moment, wie macht man das? Wie macht man das? Hä? Oh. Ganz random One-Up gefunden. Aber wie holt man sich die 10er-Münze? Ah, sehr gut. Oh Mann. Anscheinend einfach nur ein bisschen ausprobieren. Oh. Dass ich das immer so spät mitbekomme, dass da so ein Multi-Münz-Block ist. Jetzt geht die Zeit aus. Na, das glaube ich aber nicht. So, 105 Münzen. Krass. Wie sie alle klatschen. Außer der Tod da oben, der scheint so ein bisschen Debris. Wie gut das alles aussieht. Dann weiter, keine Müdigkeit vorschützen. Nein, nein.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, wir können nicht weiterbauen. Weil, was ist? Moment, was? Im Moment können keine neuen Arbeiten angefangen werden. Aber es kann nicht schaden, weiter Aufträge zu erledigen. Oder du sprichst mal mit den Bauarbeitern, das motiviert sie sicher. Moment mal, alle drei Bauarbeiter liegen auf der faulen Haut. Streik, Meuterei, Sabotage. Ah, cool. Gut, dass es eingebaut wurde. Ich wollte es nämlich auch gerade sagen, ich glaube, wir können nicht weitermachen. Weil die eben alle Aufträge für uns haben. Und wenn wir da bauen lassen, können wir nicht mit denen reden, weil die da natürlich am Bauen sind. Ist klar. Um von hier zum Ostflügel zu gelangen, bräuchten wir einen Ausrufezeichen-Lock, aber kannst du vor der Bauleiterin ein Geheimnis bewahren? Was, wenn man mal Nein drücken? Okay. Wärst du so freundlich, dir einen Auftrag von mir anzuhören? Ach cool, dass es sich ändert. Ist auch gut. Der lila Toad, der die Ausrufezeichenblöcke anfertigt, ist noch immer nicht hier. Ich fürchte fast, die Bauleiterin hat sich mit dem Luftgalerienzeitplan vertan, also bitte suche den lila Toad und bring ihn zu uns. Erreiche das Ziel mit einem Toad. Danke schon mal. Kein Ding, kein Ding. So, nun bin ich mal gespannt, wie schwer das Ganze hier ist. Anscheinend nicht allzu schwer. Wobei, erreiche das Ziel mit einem Toad. Es kommt dann auch darauf an, wie das umgesetzt wurde. Ach so. Okay. Oh nein, er springt zeitverzögert. Wenn wir uns hier zwischen denen aufhalten, kann ja eigentlich nichts passieren. Kann er einen Pilz nehmen? Nein. Leider nicht. So. Einfach immer ein bisschen vorausdenken, dann klappt das schon. Ach was. Oh. Ja, doch. Ich dachte aber, es wird schwerer. Was? Und wieso habe ich nur 5 Münzen bekommen? Ich meine, Mario hat doch quasi schon mit seiner Hand oben diese Kugel da berührt. Ach komm, egal. Ach, jetzt ist er auch hier auf der Baustelle. Nice. Jetzt ist er da drüben. Überqueren. Ah. Das ist cool gelöst. Also, cool gemacht. Generell. Der lila Toad hat Ausrufezeichenblöcke für uns angefertigt. Die Bauleiterin hatte ihn wohl tatsächlich auf die falsche Luftgaleere beordert. Manchmal habe ich das Gefühl, es würde besser laufen, wenn man uns nicht die ganze Zeit von oben reinreden würde. Dann verrate bloß niemanden, dass ich das gesagt habe. Was? Was gesagt? Dann werde ich mich jetzt wohl weiter um den Ostflügel kümmern. Sprich mit der Bauleiterin, wenn es losgehen soll. Jojo, mach ich. Ach so, was ist eigentlich hier drinne? Ach, Münzen. Okay, nur Münzen? Ich dachte jetzt, das wäre so jemand, also der Block würde leben, wie Mauritius. Aber okay. Die Münzen nehme ich natürlich dann auch gerne an mich. Aber neue Aufträge hätten mir natürlich besser gefallen. Danke, dass du mich abgeholt hast. Unglaublich, dass ich auf einer Luftgaleere unserer Feinde gelandet war. Ich bin übrigens der lila Toad, freut mich sehr. Meine handgezimmerten Ausrufezeichenblöcke sind im ganzen Königreich berühmt. Probier sie einmal aus, dann wirst du sehen, warum. Habe ich eben schon.
Mario, könnte ich dich kurz sprechen? Nö. Och Mann. Ich finde das immer so gut. Ja, worum geht's? Oh, sag davon ja nichts der Bauleiterin. Steinschlepperei. Die Bauleiterin muss sich wohl verrechnet haben. Es ist kein Steinquader für die Treppe mehr übrig. Und wie ich sie kenne, wird es unbedingt ein Steinquader aus der Wüste sein müssen. Könntest du mit Hilfe von Y einen herschleppen? Aber heb dir keinen Bruch, die Dinger sind schwer. Ich erreiche das Ziel mit einem Steinquader. Oh! Das habe ich so aber noch nicht im Online-Mode gesehen. Oder gibt es das überhaupt im, ja, doch. Doch, muss es ja. Oh. Oh. Alles klar. Kann man hochwerfen? Nein. Nicht wirklich. Oh. Und das geht auch. Cool. Okay, legen wir den mal wohl. Können ja auch so da hochspringen. Brauchen das Ding ja nicht unbedingt. Ja. Ja, da muss man natürlich ein bisschen umdenken. Ich meine, ist man nicht wirklich schneller als die Gegner. Ich glaube, man ist sogar langsamer. Ach was. Ein Pilz. Aha. Die Münzen sind mir, um ehrlich zu sein, wichtiger. Und ja, wir bekommen trotzdem beides. Ich möchte aber dann auch noch schauen, was da drin... Nix. Nix ist darin. Okay. Den lassen wir mal da hochheben. Oh. Dann können wir auch seitlich auf die draufkicken. Okay. Ich dachte, man müsste die zerquetschen, aber anscheinend nicht. Ach so, ja, gut. Anscheinend ist es kein Gegner, sondern ein friendly Moment. Das ist cool. Das ist cool. Muss es so gemacht werden? Ja, Mann. Das ist echt nice. Zwar offensichtlich, aber schön, dass sich darüber Gedanken gemacht wurden. Achso, okay, wir kommen da hoch. Ich wollte aber auch gerade schon sagen. Na, den Pilz. Na. Alles andere wäre natürlich besser gewesen, aber egal. Jo. Hör mal zu, Mario. Die Bauleiterin hat mir Lakitos Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Pft, aber ich sollte wohl nicht so laut sprechen. Bevor sie noch was mitbekommt, flüstere ich, ist dir besser ins Ohr. Himmlisches Arbeiten. Ohne Lakitos Wolke komme ich nicht zum Westflügel. Aber die Bauleiterin will das einfach nicht einsehen. Könntest du mir nicht eine neue besorgen? Ich verspreche auch, ich bin ganz vorsichtig damit. Okay. Und du denkst, sie sieht das dann nicht, oder? Na. Mach, was du willst. Mir ist es egal. Erreiche das Ziel auf Lakitos Wolke. Was? Alter, ist man schnell damit. Oh, die Wolke habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah, okay. Wir sind ja immerhin drin gelandet. Oh, eine 10er-Coin. Wann verschwindet die? Was?
Alter, was? Wie soll man einen 10er-Coin kriegen? Oder generell die Coins? Oh, das triggert. Das triggert. Ich meine, der Level ist absolut easy. Und Luigi meint jetzt hier, ja, wenn du zu scheiße für den Level bist, vielleicht kann ich dir dann ja ein bisschen helfen. Nee, nee. Alles gut. Oh Mann, ey. Aber wie soll man die 10er-Coin noch kriegen? Ich meine, wäre die Kreissäge nicht da okay. Aber so? Na. Ah, okay. Anscheinend beginnt er direkt mit den Arbeiten. Ach so. Jo. Nein, nein. Nein, nein, ich sag nix. So. Wir können wieder runter mit der Bauleiterin reden. Ja, es gibt wirklich viel zu tun. Wo soll es weitergehen? So ungefähr überall. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen das Hauptgebäude fertig. Ich glaube, das... Oh, fünf Hammer. Ich glaube, das dauert dann auch am längsten. Und dann können wir schön wieder Kohle ranschaffen. Springen verboten. Ah, jetzt springen oder... Nein. Junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp. Halte Y gedrückt, um schneller zu laufen, aber nur im richtigen Moment. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Also wir dürfen springen, aber halt nur ins Ziel. Die Beschreibung ist ein bisschen blöd. Aber okay. Ich wollte gerade über die Kreissäge jumpen. Komm, geh weg. Oh, und die Greifer dürfen wir natürlich auch nicht mitnehmen. Was ist hier? Soll ich nach rechts oder nach links? Was? Dieser Pixel? Oh mein Gott. Aber okay. Ja. Ja, obwohl man sieht hier eigentlich auch, dass es Bonus ist. Ich bin so ein Trottel, ne? Ich bin so blöd. Okay, dann gehen wir natürlich erst nach links. Das war... Ach, halt die Fresse, Luigi! Mann! Sorry. Alter, triggert das. Nur weil man beim ersten Mal betrogen wird und beim zweiten Mal einfach nicht gut aufpasst, meint Luigi direkt, oh, du bist so ein Noob, oh, brauchst du Hilfe? Nein. Ah, der ist aber auch echt ein bisschen gemein hier. Aber im Ganzen ist es eigentlich schon easy. Bis hierhin. Also kein Grund hier zu sterben. Überhaupt nicht. Ach, die... Okay. Muss ich einfach nur so? Ja, anscheinend. Oh, was ist hier los?
Ach so. Okay. Ich habe mich gerade schon gefragt. Moment, man darf doch hier gar nicht auf den Boden springen. Okay. Ja, gut. Gut. Was? Oh Mann, ey. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. So. Einfach nur maximal peinlich. Komm raus da. So. Okay, jetzt hier auf den aufpassen. Nicht, dass ich mich schon wieder mega billig von dem Dingen treffen lasse. Alter. Okay, hier warten. So. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir locken den erstmal hier rüber. So. Ja. Nice. Auch coole Idee, aber... Ja. Irgendwie braucht man hier keine One-Ups. Und ja, das sage ich, obwohl ich hier gerade so oft gestorben bin. Okay. Ach, Moment. Ah, cool. Gutes Rätsel. Mega nice. Aber der große Buhu hat mich gerade schon ein bisschen getriggert. Ach so. Okay. Kurz warten. Am besten jetzt. Okay. Okay, ist anscheinend noch nicht mal so schwer. Ah, okay. Ja, komm, ist nur eine 10er-Coin. Also alles gut. Jetzt können wir einen Buhu lenken. Cool. Ja, hier ist schon das Ziel. Aber aufpassen. So. Good shit, good shit. Schade, dass wir jetzt die 10er-Coin verpasst haben, aber... Ja. Im Prinzip egal. Die 10 Coins. Wir brauchen Münzen, Toadette. Richtig. Aber nicht mehr heute. Denn für heute machen wir erstmal Schluss. Hat Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen peinlich war zu Ende, aber kann man nichts machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.